Also mit diesem Filter soll dein Contouring so aussehen, als hättest du dein Gesicht liften lassen. Ich teste. Jetzt mache ich den Contouring. Ich nehme den Contouring-Stick von Catrice. Ich glaube, an der Stelle habe ich das noch nie kontrolliert. Ich nehme auch so einen Blush von Catrice hier mit XOXO. 1, 2, 3 und 1, 2, 3. So sieht das Ganze aus. Jetzt werde ich das ganz schnell verblenden, bevor mein Concealer trocknet. Ich muss sagen, ich mag das. Das Gesicht sieht wirklich anders aus. Ich werde jetzt nur etwas mehr Blush auftragen. Das ist mir ein bisschen zu wenig. Und ich werde das jetzt auch hier ganz oben auftragen. Sonst trage ich den Blush immer ein bisschen tiefer auf. So gefällt es mir jetzt sogar besser. Das werde ich jetzt hier schön verblenden. Ja, doch. So, wenn man schon über 40 ist, dann glaube ich, passt das auf jeden Fall. Und jetzt werde ich noch etwas Highlighter auftragen. Mein Make-up ist jetzt fast fertig. Ich habe mir jetzt die lilanen Catrice-Wimpern geklebt. Jetzt mache ich noch den Maybelline Vinyl Stick hier in der Farbe 20 Koi. Ich finde die Farbe ziemlich schön. Man muss dann immer gut schütteln. Und dann bin ich komplett fertig. Ich finde den ziemlich schön und der hält auch richtig lange. Mag ich sehr gerne. Und jetzt bin ich für heute auch fertig.